Liebe Zuschauer, heute ist natürlich ein besonderer Tag, denn wir haben einen Ausflug auf die Bergiselschanze hier in Innsbruck gemacht und Sie kennen es ja vom Neujahrsspringen, es ist die wahre Hölle, wenn hier 40.000 Menschen schreien, toben und ihre Favoriten natürlich hier nach unten tragen. Und jetzt haben wir auch einen Skispringer neben mir, der mir gerade erzählt hat, dass er ja auch schon mal fast in dem A-Kader gewesen ist, aber leider zu spät angefangen hat. Martin Degiller, war richtig der Name jetzt? Ja? Martin Nagiller, ja. Nagiller, okay. Ja, ja. Martin, du hast ein bisschen erzählt so aus deiner Geschichte, wie du angefangen hast. Wann ist der ideale Punkt, dass man mit dem Skispringen anfangen sollte? Also der ideale Punkt wäre 7 bis 8 Jahre. Man kann davor anfangen. Gescheit ist, man macht koordinative Sportarten davor, Skifahren und so weiter und steigt dann mit 7, 8 Jahren ein. Ich war viel zu spät dran. Ich war erst 16 Jahre und habe somit keine Chance gehabt, hochaktiv in den Weltcup zu kommen. Aber du hattest einen guten Trainer, hast du gesagt, auch einen Mann, der dich noch ein bisschen gefördert hat, und zwar unser Nationaltrainer, der jetzt die Skinationalmannschaft oder die Springer betreut, Werner Schuster, der hat dich dann so ein bisschen nach vorne geschoben und dann gesagt, nein, du schaffst es schon. Und wie weit bist du gekommen? Na, der Werner Schuster hat das realistisch eigentlich gesehen. Er wusste, ich habe keine Chance zum Weltcup raufkommen. Er hat aber gesehen, ich mache das gern, er wollte mich unterstützen. Mein Traum war, da bei der Vierschanzentournee als Vorspringer dabei sein. Er wollte mir den Wunsch, den Traum erfüllen, hat mich unterstützt und ich habe das auch innerhalb von 3 Jahren geschafft, dass ich da in Innsbruck als Vorspringer dabei war. Also Weltcup war von dem her für mich nie ein Thema, da habe ich einfach keine Chance gehabt, ich war im Berufsleben drinnen. Aber mein großer Traum nächste war das Skifliegen. Das habe ich dann mit 22 Jahren erreicht am Kulm und war dann 10 Jahre hintereinander beim Skifliegen dabei. Das waren meine großen Träume und ich glaube, das ist auch das Maximum, was ich persönlich für mich erreichen habe können. Bevor wir jetzt ein bisschen über die Technik sprechen und auch ein bisschen über Ski, was also ein Skiflieger oder ein Skispringer haben muss, du bist heute hier in Innsbruck, das heißt, ihr springt heute täglich einmal so auch für die Zuschauer, damit die mal erleben, hautnah erleben, wie das ist, wenn da jemand neben in so den Berg runterkommt. Ja genau, das ist heuer neu. Wir haben täglich Skispringen von Mai bis Ende Oktober. Es wird jeden Tag von 10 Uhr bis 12 Uhr und von 1 bis 3 Uhr täglich Ski gesprungen. Das heißt, wir sind Showspringer, wir springen aber auf einem guten Niveau. Also das schaut aus, also es ist richtiges Skispringen und man kann es von verschiedenen Positionen bewundern, bestaunen. Das ist wirklich was ganz was Besonderes und Tolles, was der Bergisel da bietet und man kann es hautnah miterleben. Genau. So, wenn ich jetzt sage, ich fange an oder wie du angefangen hast, was sind die Kriterien, wenn du oben stehst, was muss stimmen? Der Wind, der Ski oder wie lange muss der Ski sein oder vom Körpergewicht, wie setzt sich das alles zusammen? Denn wenn ich immer sehe, so Hannawald und wie sie alle hießen, das waren ja alle so spachtige Kerlchen, wo wir immer gedacht haben, wenn der Wind kommt, fliegt er weg. Ja, eigentlich stimmen muss alles. Einmal die Schanzen muss richtig präpariert sein. Das Material muss zum Athleten passen. Es muss natürlich das Material auch sicher sein. Der Schraube muss festsitzen. Und dann muss ich als Skispringer durch die richtige Technik springen. Ich muss Skispringen können. Das ist nicht wirklich eine Hobby-Sportart. Das muss man professionell betreiben. Und man muss das Ganze können, damit man das machen kann. Also Sonntag Skifahren ist das keines. Genau. Du hast jetzt einen Ski bei dir. Wie lange ist der? Der ist 2,76 Meter. Der ist relativ lang, weil ich ja sehr groß bin. Ich bin 1,90 Meter groß und ich gehöre schon ziemlich zu den längsten Skispringer. Deswegen sind die Skispringer, diese Sprungschuhe sehr lang. Du bist jetzt 1,90 Meter groß. Was ist der Vorteil? Wenn ich 1,60 Meter bin, ist es für mich besser? Kann ich mich da so ein bisschen besser durchmogeln oder mit deiner Länge angenehmer? Na, also generell kann man mit meiner Größe schon gut Skispringen. Man kann auch im Weltcup sein, vielleicht einen Weltcup-Sieg machen. Der Wank ist auch sehr groß. Natürlich muss alles präziser sein, man muss nur genauer Ski springen. Die Ski sind länger, man hat mehr Oberfläche und wenn da irgendein kleiner Winkel nicht stimmt, dann ist es natürlich viel schwieriger, die Perfektion zu erreichen. Man hat einen leichten Nachteil. Wenn alles stimmt, wenn der Sprung perfekt ist, dann hat man theoretisch keinen Nachteil. Aber die Präzision ist halt schwieriger. Genau. Liebe Zuschauer, wir haben natürlich jetzt ein kleines Bonbon für Sie. Und zwar stehen wir mit einem Sieger hier auf der Bergiselschanze. Denn letzte Woche waren die österreichischen Meisterschaften. Und der Martin hat es wirklich geschafft, in seiner Altersklasse den ersten Platz zu machen. Und dafür nochmal herzliche Gratulation. War nicht so einfach. Gegen wie viele anderen musst du dich denn durchsetzen? Da waren ja bestimmt viele dabei, die das auch haben wollten, oder?
Ja, es geht. Also es waren 5 Teilnehmer, also das passt schon. Ich habe Freude. Ist doch aber schön, wenn man so mit zwischen 30 und 40, hast du mir erzählt, so, du bist ja im guten Mittelalter, obwohl man es dir nicht ansieht. Man könnte dich auch auf 19 schätzen. Ja. Dann hast du das also alles so gestanden. Und wie viele Sprünge musst du dann machen? Also es war nur ein Durchgang gestern. Es war ein Eisnerz, es war sehr windig. Von daher war es nicht ganz einfach. Ja, das passt gut. Also. Ja. Genau. So, jetzt gehen wir auf die Mittelstation, schauen nochmal, dass sein Kollege wird nochmal runterspringen und dann haben wir das ganz hautnah. Das heißt, Sie sind fast 5 Meter an dem Springer dran. Sie können ihm fast schon die Hand geben und ihm guten Tag sagen und auch vielleicht mal zurufen, aber das wird er schlecht hören. Also, wir gehen jetzt mal nach oben und dann werden wir ganz nach oben gehen ins Restaurant und dann werden Sie einen Blick haben über die Bergiselschanze und natürlich über Innsbruck. Und das Spektakuläre an dieser Schanze ist, wenn der Springer oben steht, dann schaut er direkt auf den Friedhof. Ist ein bisschen spektakulär, aber mittlerweile kommen Sie alle ganz gut klar. Und ich lade Sie jetzt ein, wir gehen jetzt einfach ein bisschen nach oben. Und Martin, du wirst ja in der Fly, wenn wir Glück haben, heute auch nochmal springen. Nimmst du mich dann im Huckepack mit runter, weil ich würde das auch gerne mal erleben. Ja, wir machen dann den Sprung. Okay, alles klar, dann bis gleich. Ja, Martin, jetzt sind wir ja fast schon ganz oben, das heißt, wo man abspringt. Wir stehen jetzt hier davor, kurz vorm Schanzentisch. Du hast doch ein bisschen die Technik erklärt, aber meine Frage, wie viel Mal bist du jetzt die Schanze hier schon runtergesprungen? Ja, ich habe es nicht genau gezählt, das werden zwischen 4,5 und 5.000 Sprünge sein, was ich da auf der Anlage habe. Genau. Von der Technik her, wenn der jetzt oben lossaust, das heißt, der hat so zu 90 Stundenkilometer, was ist dann das Entscheidende, dass man, sagen wir mal, als Springer einen guten Flug hat oder wie viel Zentimeter entscheiden über Sieg oder Niederlage? Also entscheidend ist schon mal die Hocke. Wenn die Hocke nicht stimmt, stimmt der Absprung auch nicht. Also die Hocke ist Fundament, dann natürlich der richtige Absprung. Von Timing her entscheidend ca. 25 cm, ob der Sprung wirklich punktuell richtig ist oder schon zu spät ist. Genau, du hast mir auch gerade erzählt, dass du damals, als Sven Hannawald hier seinen Sieg geholt hat und die ganze 4-Schanzentournee gewonnen hat, dass du dann schon mal gesprungen bist. Das heißt, die Schanze wurde abgerissen im März und musste dann bis quasi, sagen wir mal, am 3. Januar wieder aufgebaut werden. Wie ist das gegangen? Das ist ja sensationell. Ja, es war eine riesen Herausforderung. Baumanagement Maloja hat das Ganze organisiert und war ziemlich unter Druck, aber es ist ihnen gelungen, das Projekt fertigzustellen, dass es sprungfertig war, die Anlage. Das Restaurant war noch nicht ganz fertig, hat noch ein bisschen Zeit gebraucht, aber es ist zum Springen gegangen. Als du dann oben standest und einer der Ersten warst, die diese neue Schanze ausprobieren durften, was hast du da gedacht oder was ist dir durch den Kopf gegangen? Ja, wieder ein weiterer Lebenstraum, was für mich in Erfüllung gegangen ist. Also das heißt, du bist dann so ganz locker und frei, kann man das so sagen, einfach runtergesprungen, dass das wollte ich nochmal erleben und es wird auch gut gehen. Ja, es war einfach Lebensfreude pur. Genießen. Bei dem Schnee, wenn jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt im Sommer, das ist alles grün, das ist alles eine Mattenschanze, die wird auch besprengt, sodass sie immer schön rutschig ist, dass die Skispringer auch nicht hängen bleiben und nicht stehen bleiben. Du hast mir gerade erzählt, du hast dir selber mal so einen Unfall zugezogen, dass der Ski zu stark gestoppt ist. Wie funktioniert das dann? Wird denn der Schnee hier oben produziert oder wird er rangefahren und wie kommt er auf die Schanze? Also es ist künstlicher Schnee, wird mit Lastwagen hergebracht, wird mit Schneekanonen produziert. Ja, das geht gut eigentlich, ja. Wie viele Tonnen werden da hergefahren? Das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe es gewusst, aber ich will jetzt keine falsche Zahl nennen. Also aber es sind schon so, dass man das sagen kann, die Schanze ist voll. Zuschauermäßig, wie viel gehen im Moment ins Stadion? Erlaubt sind 23.000 bei der 4-Schanzentournee momentan. Und wenn man natürlich so ein Wetter hat, wie wir es gerade haben und dann den Blick, was denkt man als Springer, wenn man sagt, blauer Himmel, Sonnenschein und der Schnee ist optimal, was geht dir dann oben vor, wenn du sagst, siehst du das eigentlich alles oder ist dann einfach der Tunnelblick da? Tunnelblick, wir legen mehr Wert auf den Wind. Wir gehen davon aus, dass die Schanze perfekt präpariert ist, was auch im Winter immer der Fall ist bei der 4-Schanzentournee. Wir wollen halt gute Windverhältnisse, gute Thermik. Das sind unsere Träume vom perfekten Sprung dann. Also liebe Zuhörer, mal sehen, ob wir dann noch vielleicht den Martin erleben nachher. Aber er wird uns noch ein bisschen was über die Schanze erzählen. Und jetzt fahren wir mal ganz nach oben auf den Aussichtspunkt, dass Sie den besten Blick über die Bergiselschanze haben. Natürlich über das Innsbrucker Tal, über das ganze Inntal. Und dann werden Sie genauso begeistert sein wie wir. Denn ich durfte es schon mal erleben, aber Sie sollen das jetzt auch miterleben. Und deswegen sagen Martin, gehen wir mal nach oben und gucken mal von oben runter. So liebe Zuhörer, jetzt sind wir ganz oben. Jetzt sind wir da, wo an für sich das Skispringen beginnt. Das heißt, neben mir steht Markus Gruber und er ist schon 2-3 Mal heute gesprungen oder mehr. Und er wird uns jetzt erzählen, was das für ein Gefühl ist, wenn ich hier hinter mir runterschaue und denke, hier müsste ich runterspringen, das geht gar nicht. Markus,
Jetzt erstmal zu deiner Person. Wie lange machst du das schon? Wie bist du zum Skispringen gekommen? Also ich habe mit 7 Jahren angefangen. Damals, also ich habe halt das im Fernsehen immer angeschaut, die Weltcup-Springen. Und im Ort, wo ich aufgewachsen bin, gibt es auch eine Schanze. Und da bin ich dann halt zum Skispringen gekommen. Genau, und dann bist du einfach hier zum Bergisel und hast gesagt, so Jungs, ich will ja auch mal runterspringen. Jetzt werde ich euch mal zeigen, wo Bartel der Most holt. Oder wie ist das gegangen? Na, also man braucht schon 7 bis 8 Jahre ungefähr, dass man auf so einer Schanze springen kann. Also man steigert sich halt immer, angefangen von einer 10-Meter-Schanze ungefähr. Da geht man dann halt immer auf größere Schanzen und zum Schluss springt man dann hier. Also man verbessert die Technik, man fängt an und hupft einfach im Endeffekt dann mal da runter und sagt, oh, das war toll, so beim Skilaufen macht man das ja auch so, dass man mal so über so einen kleinen Hügel hupft, aber dann, das ist ja hier kein Hügel mehr, das ist ja dann schon richtig was. Wenn du jetzt hier oben stehst oder hier oben sitzt, es muss ja alles stimmen, wir haben fest gehört von Martin, dass es dann auch der Wind, dass alles so alles H1 sein muss, dass man sagt, so jetzt kann ich springen. Wenn du länger warten musst, was geht da in dir vor oder was hast du da für ein Gefühl? Geht oder geht nicht oder sollte man lieber abbrechen? Ja, man baut mit den Jahren schon eine gewisse Routine auf. Also man sieht dann schon ungefähr, wann es geht. Aber also gerade wie heute muss man schon genau hinschauen, weil es sehr schnell wechselt auf dem Wind. Aber bis jetzt haben wir es bei jedem Sprung ganz gut erwuschen. Ja. Genau, früher hat man ja so das Skispringen gemacht, Beine zusammen. Heute macht man ja das große V. War das für dich, sag mal, als man dir gesagt hat, nee, so geht's nicht mehr, war das eine Umstellung oder eine große Umstellung oder ging's? Also wo ich angefangen habe, war schon das V eigentlich implementiert. Also bin nie parallel gesprungen. Also klar muss man am Anfang schauen, dass man das V lernt, aber das ist eigentlich kein großes Problem und das wird dann automatisiert. Genau. Wenn man so zuschaut im Fernsehen, dann sieht man ja immer, dass der eine Ski ein bisschen hoch und dass der Skispringer da oben sogar noch so ein bisschen wie tänzelt, um das wieder auszugleichen. Kriegst du das auch hin oder ist das schwierig oder wie kann man sich das vorstellen? So als Zuschauer hat man da so ein bisschen Angst, dass man abkippt? Eigentlich nicht, nein. Also ich weiß jetzt nur von meinen Sprüngen, aber wenn ich in der Luft bin, in der Flugphase, dann habe ich eigentlich alles unter Kontrolle. Und teilweise muss man ein bisschen mit dem Wind spielen. Ja, und ist eigentlich kein Problem dabei, wenn man ein bisschen ausgleichen muss. Abschließend war, wenn du hier oben auf dem Balken sitzt und es geht los und du guckst schon mal nach unten und dann siehst du ja in vielen Scheinen dann die Massen an Zuschauern, an die österreichischen Fahnen kommen hoch und dann ist ja die Stimmung richtig geil hier, auch auf der Bergisel. Kriegst du das so ein bisschen mit und motiviert dich das noch und sagst, ja los, jetzt will ich richtig einen raushauen, das muss jetzt richtig klappen? Ja klar, es motiviert schon, aber man muss trotzdem ein bisschen bei sich bleiben und sich auf den Sprung konzentrieren, aber es beflügelt schon, ja. Ja, ich komme jetzt ganz kurz nochmal zu dir, Martin, vielleicht kommst du ganz kurz nochmal zu uns, bleib ruhig da. Du hast gesagt, ihr macht jetzt also auch Führung oder ihr macht Erklärung auf der Bergisel-Schanze. Was ist so euer tägliches Brot, wo man sagt, okay, das ist für den Besucher, 1600 Besucher pro Tag, den kannst du ja nicht allen was erzählen, aber spezielle Führungen gibt's, wo man über die Technik, über die Schanze und, das wäre so das, was ihr macht, ihr beiden? Ja, es sind nicht nur wir beide, wir sind ein ganzes Team, was das macht. Wir springen eben täglich Show springen und man kann uns speziell für Führungen buchen. Da wird alles über Skispringen erklärt. Thema ist Skispringen natürlich. Man kann das Kulturelle auch ein bisschen einbauen. Dafür gibt es aber eigene Führung, die was nicht wir machen, die machen Führer. Je nachdem, was von dem im Bereich wir haben wollen, also sie haben wollen, wir machen Thema Skispringen. Da erfahrt man wirklich alles über Skispringen, über Schanzen, Technik, wie man trainiert, Material, einfach das Gefühl vom Skispringen wird vermittelt. Also für jeden Skisprung-Interessenten ist es sicher mal eine tolle Geschichte, vor allem wenn man Gruppe ist. Ist es für dich, Markus, sag mal so, jeden Tag auch ein Training gleichzeitig, obwohl du den Zuschauern irgendwas bietest? Denn die machen alle, hoffentlich kommt er gut runter. Ja, es ist schon auch ein Training. Also man versucht bei jedem Sprung eigentlich seinen besten Sprung zu machen. Und da versucht man halt immer die Technik ja, zu verbessern bei jedem Sprung. Das ist schon ein Training, ja. Gut, ihr beiden, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr die ganze Zeit jetzt uns zur Verfügung gestanden habt, dass ihr uns so viele Fragen beantworten konntet. Markus, dir wünsche ich für die nächsten Sprünge toi toi toi. Martin, dir natürlich auch, dass ihr immer gut ankommt, unten gut ausläuft oder wie sagt man bei den Schülern, gut Bruch oder wie auch immer. Ja, gibt's eigentlich keinen speziellen Spruch, aber
Man wünscht sich viel Glück. Also gut, dann bleiben wir bei den Skifahrern und sagen, gut, Ski heil und guten Flug und fliegt bitte nicht zu weit. Ja? Oder wenn, dann bitte vielleicht gleich nach Berlin, dann empfange ich euch am neuen Flughafen. Aber 2018 erst. Danke. Ja, liebe Zuschauer, das war's. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch ein bisschen die Bergiselschanze an. Und wir haben zwei Experten gehört und wir haben ein bisschen über das Skilaufen, über das Skispringen gesprochen. Wir haben über die Sprungschanze selber gesprochen. Und jetzt haben Sie einen so ein bisschen Einblick, wie es wirklich geht, wenn die Jungs da runterfliegen und dann diese Weiten machen und wir zu Hause immer die Daumen drücken und sagen, Mann, das war ein toller Sprung und es geht weiter. Also, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von der Bergiselschanze von Innsbruck und wünschen Ihnen was und bleiben Sie uns treu. Wir sind garantiert demnächst wieder da, wenn HIT.TV und Radio XY irgendwo wieder in dieser Welt unterwegs sind und aus einem Land dann für Sie berichten dürfen. Vielen herzlichen Dank und tschüss.